Jetzt steht in der UFC ein Schwergewichtskampf auf dem Programm. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Schwergewichtskampf. Und los geht's. Für ihn ist das heute sowas wie die erste große Chance. Heute ein Sieg und dann bekommt er seinen Titelkampf. Dann kann er sich die Krone im Schwergewicht schnappen. Klasse, dieser Punch von Miller. Der starke Angriff zum Kopf. Sehr gute Punch. Ja, er trifft ihn. Guter Kick, voll auf den Körper. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Wahnsinn, was für ein Punch zum Kopf. Starke Befreiung aus der Vollmauer. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Er kämpft aus der Halfguard. Die Hammerfist hat gesessen. Er ist wieder auf den Beinen, scheint aber Schmerzen zu haben. Oh, der Kick ging voll auf die Leber. Schöner Treffer. Oh, er scheint benommen zu sein. Schöne Angriffsserie. Ja, die gerade starke Antwort zum Kopf, er ist benommen. Oh, was für Angriffe. Starker Tritt zum Körper. Ah ja, sehr schöner Takedown. Jetzt ist er in der besseren Position. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Treffer, da kommt der Punch. Da muss er seinen Kopf besser schützen. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Schön aufgerichtet. Und ein heftiger Kopftreffer von Miller. Ja, ja, Pass in die Full Guard. Ein heftiger Schlag von oben mit dem Ellbogen. Jetzt geht es wieder in den Stand. Schöner Kick. Er ist angeschlagen. Oh, schöner Kick zum Körper. Und wir sind wieder im Clinch. Er nutzt die Chance zum Double Underhook. Oh, der Schlag hat besessen. Oh, das hängt hier nicht durch, was zum Stegen. Ja, die erste Runde ist zu Ende. Was für ein Treffer, kurz vor dem Ende dieser Runde. Wird jetzt. Ab in Runde 2. Klasse Punch. Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Der Punch sitzt. Sehr gute Kombination. Kombiniert hier toll seine Angriffe. Das sieht gut aus. Klarer Wirkungstreffer, starker Kick zum Kopf. Oh, schöner Kick zum Kopf. Ja, ja, den Kick steckt er nicht so leicht weg. Und da geht er zu Boden. Schöner Sweep. Miller ist in der Backhand. Das macht er gut da auf dem Boden. Der Übergang ist ihm misslungen. Jetzt hat er die Kontrolle. Ein heftiger Punch zum Kopf, starke Arbeit von oben. Der Kampf ist vorbei. Das war wirklich eine gewaltige Linke, mit der er diesen Kampf für sich entschieden hat.
Da wollte er den K.O. und er hat ihn sich geholt. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. Und jetzt zu Bruce Buffer mit dem offiziellen. Da sehen wir uns doch mal. Ready? Jetzt geht es los. Guter Haken zum Kopf von Miller. Ein weiterer Haken. Starke Kombination. Ja, die rechte Oberhand war zu wild. Schöner Kopftreffer wieder gehabt. Beide müssten jetzt harte Treffer einstecken. Toller Treffer mit dem Punch. Er schafft den Double-Leg Takedown. Er nimmt den Oberkörper hoch. Der Jab geht ins Leere. Schön geblockt. Klasse Kopftreffer mit dieser Gerade. Ja, der Inside-Leckie kommt an. Treffer mit dem Punch. Ja, gutes Timing hier. Oh, schöner Punch. Er schafft den Takedown. Ein toller Sweep hier. Der Punch kommt an. Starker Punch zum Kopf, so arbeitet man von unten. Oh, was für ein Sweep. Klasse Rechte. Oh, was für harte Treffer. Oh, die Hammerfist kommt da an. Da ist der Kampf vorüber. Das war ein fantastisches Ground and Pound. Er wollte nicht punkten, sondern den K.O. Und genau das hat er auch geschafft. Sehen wir uns mal unsere Wiederholung. Jetzt hören wir Bruce Buff. Werfen wir einen Blick auf die Daten. Ready? Es geht los. Für ihn ist es heute sowas wie die erste große Chance. Heute ein Sieg und dann bekommt er seinen Titelkampf. Dann kann er sich die Krone im Schwergewicht schnappen. Guter Kick von Miller. Er hat sein Interview im landesweiten Sportsender wirklich perfekt genutzt. Hat Werbung für sich gemacht. Hat Werbung für seinen Fight gemacht. Hat neue Fans dazu gewonnen. Kompliment, kann man da nur sagen. Perfekt. Alles richtig gemacht. Toller Kick, aber da kommt der Block. Oh ja, guter Treffer, da war der Punch. Ja, schöner Single Leg Takedown. Das sieht gut aus, tolle Bewegungen auf dem Boden. Schöner Punch, stark von unten gearbeitet. Ja, er geht voll auf den Körper. Ja, da war die Hammerfist. Schöner Schlag von unten, von Miller. Er trifft mit der rechten. Miller mit den heftigen Treffern am Boden. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf. Schöner Punch zum Körper. Stark von oben gearbeitet.
Klasse, Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Ja, schöner Treffer, da war der Punch. Oh, der Headkick landet im Ziel. Butcher blockt den Haken. Ein klarer Wirkungstreffer. Oh, ein harter Uppercut. Oh, der Schlag geht daneben. Starker Kopftreffer, der zeigt Wirkung. Starker Punch. Ah, schöner Takedown. Nur noch 20 Sekunden. Oh, ein heftiger Headkick. Headkick hat gesessen. Oh, er ist angeschlagen. Oh, das war ein Treffer. Ganz starker Kick zum Der Kampf ist vorbei, das war's. Die Runde war schon so gut wie vorbei, als er sich doch noch den K.O.-Sieg geholt hat. Wirklich beeindruckend, wie konzentriert und entschlossen er da bis zum Schluss geblieben ist. Werfen wir einen Blick auf die Wiederholung.